Nee, auch nicht. Man konnte doch auch irgendwie, konnte man so ein... Wir sehen uns mal gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe mich jetzt hier mal drum gekümmert und habe mir jetzt ein paar Fotos aufs Handy gezogen. Ja, ein bisschen verleuchtet ist es, aber es sollte jetzt auch mal schnell gehen. Und ich setze mich ganz richtig hin wieder. Dann geht es jetzt hier auch weiter. Noch ein kurzer Schluck Kaffee. So, und wir müssen also wirklich das, was ich gerade mir schon machen wollte. Wir müssen einen Altar bauen, denn in dieser Welt kann man hier nur Dinge mit einem Altar craften und was weiß ich so. Den stellen wir uns einfach mal hier in die Mitte, weil es cool aussieht. Und der wird jetzt folgendermaßen benutzt. Deswegen findet man auch hier auch so viel davon. Man kann jetzt entsprechend in diesen Altar dieses ganze Zeug hier reinpacken. Da fängt ihr an, sich schneller zu drehen, immer schneller zu drehen, immer schneller zu drehen. Und verarbeitet, also mehr kann ich gar nicht reinpacken. Und fängt an, dieses Zeug hier zu verzaubern. Je nachdem kann ich jetzt zum Beispiel das da reinlegen. Und das braucht zum Beispiel 4 von diesen Steinen, die ich gerade genommen habe. Guckt mal auf meine Anzeige. Jetzt kann ich 1, 2, 3, 4 neue dazulegen wieder. Und kann das wieder machen. Und mit diesem Zeug hier, Enchanted Pyramid, kann ich später mir eine Rüstung basteln. Das ist jetzt sozusagen das, was wir als Diamant bezeichnen würden, als fertigen Diamanten. Ich könnte mir da jetzt zum Beispiel ein Schwert rausbasteln. Oh, das wollte ich gar nicht. So, dann packe ich jetzt mal wieder das Ding voll. Und jetzt, wir haben auch noch Quicksoul irgendwo, oder? Quicksoul, oder war das meine Rustic Riot? Ich bin da jetzt gar nicht so sicher, meine lieben Damen und Herren. Da muss ich jetzt mal gucken. Nee, anscheinend nicht. Okay. Als ich gesehen habe, das will ich auch mal probieren. Und zwar kann man Hoodystone da reinpacken in das Ding. Da kommt so ein Ding raus. Das kann man essen. Ja, du? Absorption Regen. Alter, das ist doch mal geil. Da machst du doch gleich ein paar. Ja, das ist ja mal geil. Hier, komm, da holen wir uns gleich ein paar von den Dingern. Wenn man aus Stein sowas Cooles machen kann. Ja, danke schön. So, ich würde sagen, 10 Stück machen wir uns. So. Ja, wem das mal nicht gefällt, ne? Also mir gefällt's. So, da haben wir Healing Stone. Cool, wenn man Stein essen kann. Ich will das da wieder raus haben. Achso, okay, gut. So, jetzt wollen wir, packen wir das Ding nochmal voll. Was können wir denn noch machen? Wir können Quickstone. Ah, genau, wir können nämlich auch noch unsere Beeren, die wir haben, da reinpacken. So. So. Und haben dann eine Enchanted Berry. Ich probiere die auch gleich mal aus. Absorption gibt die dazu. Okay, die ist nicht ganz so gut wie das andere, aber auch nicht schlecht. Deswegen mache ich mir davon jetzt auch keine neuen, weil wir wollen noch ein bisschen von unserem Zeug hier sparen. So, da packe ich mal... Oh. Muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verklicke. Das hier rein. Wir können zum Beispiel... Ich nehme mal mein Handy kurz in die Hand, das steht nämlich eigentlich hier drüben gerade so. Moment, wir können zum Beispiel auch einen Skyroad Bucket da reinstellen. Skyroad Bucket. Und mit dem kann man übrigens noch was machen. Wo habe ich denn? Wir haben doch hier diese Enchanted. Ach, die sind schon Enchanted. Golden Darts. Ach, jetzt habe ich nicht geguckt, wie man die Ember macht. Mist. Man kann irgendwie auch aus dem Zeug hier Ember machen. Ich bemühe es einfach mal. Nee. Nee. Okay. Auf jeden Fall kann man hier zum Beispiel so einen golden Dings reinstellen. Und der wird dann zu einem Skyward Core backen. Und dann kann man jetzt zum Beispiel diese Golden Darts hier, diese normalen Golden Darts. So war das doch, glaube ich, oder? Konntest du die Golden Darts oder waren das die hier, die du reinlegen konntest?
Mensch. Nee, die sind schon enchanted, das heißt, es geht nicht mehr mit denen. Aber mit einem geht das wahrscheinlich nicht, weil man muss hier komplett außen rumlegen, soweit ich weiß. Aber ich weiß auch nicht gar nicht, wie ich das machen soll. Ich probier's aber ganz kurz mit. Also eigentlich tust du dir... So wird das Rohr gemacht, stimmt. Du bist mal so. Ich würde auch ungern nochmal nachschauen. Tja, keine Ahnung. Da hast du so nochmal gucken. Auf jeden Fall kann man sich so die ganzen Pfeile machen und so. So, dann kommt das mal alles wieder hier rein. Und die kann man sich auch verzaubern, hier diese... Ich glaube, die kann man sich sogar mit dem nicht mehr verzaubern, aber... Ging das? Jo, genau. Die sind nämlich jetzt enchanted. Und damit kann man jetzt die da abschießen. Finde ich sehr praktisch. Mach ich mal am besten gleich mal noch eine. Einfach mal das Platzmangels wegen. So. Ja. Pack ich die hier rein, die hier rein. Und die müsste dann theoretisch mit dem Giftbucket gehen, oder? Wenn ich mich da jetzt nicht... Also theoretischerweise. Ah ne, warte, ich glaube, die ging mit dem Ever, mit dem wir auch das Vieh gefüttert haben. Ja, mit dem Ever Petrol, das ist, glaube ich, giftig, das Zeug. Jo, genau, Poison Dart Shooter, jetzt haben wir den. Jetzt haben wir auch noch einen für die Poison Darts, genau. Da kommen wir ja richtig voran hier jetzt, ne? Das Geld Sport kann ich, glaube ich, weghauen, aber vielleicht aus dem Scheiße. Ja, was haben wir hier noch so? So, ich fülle das Ding erstmal wieder auf. Da müssen wir doch wahrscheinlich mal auf Jagd gehen, wenn wir hier nichts mehr haben dann. So, hier, dann kommt jetzt hier mal der Skyroot Bucket rein und der Poison Skyroot Bucket. Und hier kommt das auch noch alles hier rein. Ja, und dann gehen wir jetzt mal auf Jagd, weil, also aufs Farming Tour. Weil sieht im Moment ja jetzt ein bisschen mager aus mit unseren Rohstoffen, ne? Wenn wir jetzt alle verballert haben. Nehme ich mal hier ein bisschen mit, dann packen wir den Woolystone da wieder rein. Die Fackel nehmen wir natürlich mit. Dann schnappen wir uns am besten mal das hier, weil ich das Silberschwert nicht kaputt, das Diamantschwert nicht kaputt machen will. Ach komm, jetzt mache ich das hier rein. Dann nehmen wir uns mal die Enchanted Darts mit. Nehmen uns zwei Cyanid und eine normale Hoolie Pick jetzt mit. Nehmen uns auch das hier mit. Rüstung geht. Ja, wo ich immer noch nicht weiß, was das Ding hier macht. Golden Waffe, wenn ich, kann ich das eventuell auch mal hier reinschmeißen? Nee, gut. Dann packe ich das Zeug mal hier rein wieder. Das da oben. Und dann gehen wir mal auf Farming Tour. Alles dabei? Ja. Was für eine Schwierigkeitsstufe habe ich ihm gestellt? Ich spiele mal auf einfach. Das ist mir lieber. Weil ich hier oben noch sehr oft sterbe. Vor allem müssen wir irgendeinen Ort... Alter, es geht schon los. Wir müssen einen Ort finden, an dem wir... Alter, wir sind so nervig. Uns einfach so durchbuddeln können, weil hier geht das ja nicht. Weil jetzt so viele von diesen Dungeons stehen. Das heißt, wir müssen weiter weg und irgendwo hin, wo keine Dungeons sind. Dann sind... So, wir oh, guck mal hier. Nehmen wir gleich mal mit. Man weiß ja nie, man es brauchen kann. Näschen. Stirbhase, Stirbhase, los, Stirbhase. Hey. Ich würde gerne darüber, aber ich glaube, da ist das Gefühl, da komme ich nie lebend an. Deswegen gucke ich gerade mal. Da drüben sieht auch so aus, wenn da nicht so viele... Ich glaube, es gibt hier so Dungeon-Insels und dann gibt es wieder...
Oh, was soll ich denn? Ach, hier sind die Abwehrpflanzen. Es gibt hier so Inseln, da sind wir Dungeons drauf und es gibt Inseln, da sind gar keine drauf. Hier hinten sieht es zwar sehr Dungeon-unlastig aus, aber ich glaube, wir werden auch kein Glück haben. Aber ich meine, wo soll ich sonst probieren, ne? Ich buddel mich jetzt einfach mal. Ich möchte allerdings ungern mich so hin und her buddeln. Weil ich glaube, sonst falle ich hier ganz schnell runter. So, wie kann ich hin? Okay. So. Dann baue ich mir jetzt einfach mal. Ja, siehst du mal. Hier kann ich auch nicht mit dem. Hier geht es nämlich schon los. Hier kann ich mir schon nicht mehr buddeln. Ja, auch nicht. Das Zeug einfach nur extrem lange, oder? Habe ich die Spalze. Die falsche Spitzhacke dafür? Ich weiß es nicht. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall. Wir müssen auf jeden Fall runter, wenn wir die guten Rohstoffe finden wollen. Wie bei Diamanten auch. Und das Problem hier ist halt, du kannst hier wirklich sehr schnell runtersegeln irgendwo. Deswegen sollte man eigentlich eine Cloud dabei haben. Obwohl ich da immer noch nicht weiß, wie die Clouds funktionieren. Müsste man, also ich mich mal erkundigen irgendwann. Okay, sehr schön, da haben wir schon die ersten Rohstoffe gefunden. Nicht überstürzen, nicht, dass wir hier irgendwo runterfallen. Wenn wir da unten ankommen, dann sind wir Matschepartner. So. Und da haben wir, oh ja, sehr schön, da kriegen wir hier richtig schön viel von diesem Ambrosium, was wir natürlich dann auch in großer Menge verwenden können. Und uns eine ganze Menge tollen Schnickschnack craften können. Und wir sind ja natürlich auf der Suche nach der Zanit-Rüstung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn das Spiel weiter so geht wie im Moment, denke ich ernsthaft darüber nach, das doch ein bisschen länger als 20 Folgen führen zu lassen. Weil jetzt, wo wir so viel erreicht haben, gefällt mir das Spiel wieder wesentlich besser. Natürlich immer, ist natürlich immer so eine Sache von Gefallen. Einerseits ist es natürlich zeitaufwendig, so viele Let's Plays aufzunehmen, andererseits ist es natürlich auch, wenn ein Spiel nach einer Weile dann langweilig wird, ist ja auch doof zu Let's Playen, weil ihr wollt daran Spaß haben und ihr habt auch nur Spaß daran, wenn ich dran Spaß habe. Es ist nun mal so, weil wenn ich hier anfange, dann, also allgemein, wenn halt ein Let's Player dann anfängt, ein Spiel langweilig zu finden, dann merkt man das natürlich als Zuschauer und das wäre natürlich dann auch ein bisschen doof. Aber jetzt mit diesen ganzen, das Wiki wurde auch verändert, ich habe davon Magic Mind von Bloodhound das Wiki nochmal zugeschickt bekommen gehabt und ich kannte das Wiki eigentlich schon, aber ich habe jetzt nochmal reingeschaut gehabt und es hat sich sehr verändert, also oho, was bist du? Zanit, okay. Oh! Ja. Hier hänge ich eine Fackel hin, als Symbol dafür, dass es da steil bergab geht. Okay, hier ist also weit und breit keine Anhöhe in Sicht. Da müssen wir jetzt vorsichtig vorgehen. Aber wir sind schon mal... So, ich gucke hier nochmal. Ne, auch hier ist kein... Was war das? Habt ihr es gehört? Ist ja wie ein Slime. Und eventuell ist das hier eine perfekte Stelle für... Auch hier geht es noch steil runter. Für Strip Mining. Was wir hier wahrscheinlich auch anfangen müssen, weil anders kommen wir gar nicht an Rohstoffe ran, weil hier gibt es ja keine Höhlen. Nichts überstürzen, ganz ruhig und besonnen vorgehen. Ich will hier ernsthaft nicht runterklatschen. Was ich... So, okay. Da war einer dieser Wale. Hier gibt es ja richtig...
zu Flugwale. Der scheint hier gerade in unserer Nähe zu sein. Komm schon, gib mir noch ein paar Sanit, bevor die Spitzhacken kaputt gehen. Dann kann ich hier nichts noch ein bisschen... Okay, Ambrosium. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nichts runterklatschen, weil jetzt... befinden wir uns direkt über dem Abgrund. Weiß gar nicht, ob Shift hier funktioniert auf dem... der Ever. Ich hoffe es einfach mal. So. Und eventuell habe ich sogar eine Idee, was diese Abgründe hier angeht. Und zwar können wir ja eventuell uns hier... Moment, ich zeige euch das mal, was ich mir das gerade gedacht habe. So, komm her. Können wir uns jetzt nicht immer... Ach, ich habe natürlich kein Dings dabei, Mist. Ich wollte jetzt ja echt so einen Zaun hin platzieren, aber ich kann es auch so machen einfach. Ich wollte echt so einen Zaun hin platzieren, dass wir hier abgesichert sind und trotzdem noch gucken können. So. Klippen wir mal das alles weg. Wir haben jetzt aber nämlich noch Aussicht auf das, was hier unten sich so befindet. Können wir da zum Beispiel auf Wolken gucken. Und hier natürlich einfach mal weiter buddeln. So. Okay, Schiff funktioniert. Ich muss gerade ausprobieren. Wenigstens eine erfreuliche Nachricht. So. Cool wär's immer. Oh, hier kann er eh nichts kaputt machen. Wir haben ja eventuell außer Dirt noch irgendwas. Oh, hoho. Was sehen meine erfreuten Augen da? Da hinten noch mehr. Das gefällt mir doch. So. So. Ich frag mich mal lieber nicht zu weit raus, er ist, dass mir für ein Vieh gleich entgegenkommt und mich runterschmeißt. Die sind ja bestimmt auch hier unten, diese. Hier. Wie heißen sie? Ich komme hier auf den Namen gerade.